Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir werden heute über das Schema melden sprechen. Was ist, wenn du den Einsatz leitest? Du bist jetzt gerade nur Truppführer, aber du musst mal kurz den Einsatz leiten. Was machst du denn dann? Ich gebe dir mal einen Schnellabriss, wie du richtig zur Leitstelle melden kannst, okay? Deine aktuelle Lage. Alles klar? Los geht's. Wir stellen uns mal vor, es kommt diesen Tag anders, wie es kommen soll. Du bist jetzt der oder die, den Einsatz hier gerade leitet in deinem Ort. Nur noch mal zum Verständnis, wenn du ein Truppführer bist in deinem Ort und es kommt ein Zugführer aus dem Nachbarort, ist in Niedersachsen so geregelt, dass du als Truppführer in deinem Ort weiterhin den Einsatz leitest. Du kannst ihn nicht abgeben. Nur abgeben, einzige Ausnahme, an den Gemeinde- oder Stadtbahnmeister. Nicht jemand, der höher dekoriert ist und höhere Lehrgänge hat aus dem Nachbarort. Nein, der kann dir nicht den Einsatz abnehmen. Er kann dich nur unterstützen als sein Assistent. Aber verantworten tust den Einsatz nur du. Die gute Truppführerin oder gute Truppführer wird jetzt als erstes, wenn sie diese Lage feststellt, dass ihr gar keinen richtigen Führer dabei habt, keinen Gruppenführer, keinen Zugführer, kein Ortsmeister, Stellvertreter, dann müsst ihr natürlich auch das der Leitstelle mitteilen und sagen, wir brauchen hier Führungspersonal. Okay? Das ist deine Aufgabe. Und daher bist du ab dann, ab dem du das gemeldet hast, bist du auf der sicheren Seite. Wir werden aber trotzdem mal kurz mal durchsprechen, was du melden kannst, wenn du im Einsatz bist und schon mal der Leitstelle mitteilen möchtest, wie die Lage ist. Weil die sind eine Stunde von dir entfernt. Die wissen gar nicht, was da gerade los ist, wie groß das Feuer ist. Reden wir vom Papierkorbbrand oder ist hier gerade die Welt in Flammen? Ne? So, das wissen die nicht. Und der Anrufende, der die 112 angerufen hat, kann meistens nicht so gut beurteilen, was er da gerade für ein Gefahrenpotenzial gesehen hat. Okay, was das bedeutet. Okay, so. Und jetzt gehen wir das Schema melden ein. Melden. Dieses Melden hat jeder Buchstabe eine Abkürzungsbedeutung. Und zwar das erste M steht für den Meldenden. Hier, Feuerwehr-Willi, ne? Schon ein Meldender. Ich wollte schon fast weiterzählen. Jetzt kommt nämlich das E von der Einsatzstelle, also vom Einsatzort. Feuerwilli von der Einsatzstelle YouTube-Kanal. Das L steht für die Lage, die eigene Lage gerade. So, ich bin jetzt hier vor der Kamera, ich habe folgende Situation. Der Akku ist nämlich am Blinken und ich muss mich ein bisschen ranhalten. Ist die Lage. M-E-L haben wir jetzt schon, fehlt noch D-E-N. Okay, das D steht für durchgeführte Maßnahmen. Ich habe hier die ganze Zeit in die Kamera reingebrabbelt. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ich sehe es nachher an den gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und vielleicht an neuen Abonnenten. Okay. M-E-L-D. E. Eingesetzte Kräfte. Eingesetzte Kräfte habe ich momentan nur ein Mannschau. Ich mache da nochmal eine richtige Lage. Ne? So. Und N. Das ist das Wichtigste. Nachforderung. Ich brauche noch einen neuen Akku. Mehr Zeit in meinem Kalender. Und so weiter und so weiter. So. Nein. Spaß beiseite. Im Einsatzteil würde das folgendermaßen aussehen. Melner, hier, bla 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 bla, Funkrufname, von der Einsatzstelle, bla 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 bla, ne? Okay, Lage. Ja, wir sind, haben einen Gebäudebrand, ein Gebäude im Feuerbrand, es werden zwei Personen vermisst, das war das L, durchgeführte Maßnahmen, wir sind zur Personensuche und zum Brandbekämpfung vorgegangen. Mit zwei, das kommt gleich im nächsten Schritt schon, die eingesetzten Einheiten unter E, haben zwei PA-Trupps eingesetzt mit zwei C-Hohlstrahlrohren und sind zur Personensuche weiter vorgerückt. Nachforderung, ja, wir benötigen noch einen Löschzug und keine Ahnung, ne? Also melden, M-E-L-D-E-N. Und Nachforderung wäre auch sowas, wenn du jetzt kein Führungspersonal hast, würdest du auch an der Stelle sagen, dass du hier unbedingt Führungspersonal brauchst. So. Benötigen aber Führungspersonal an der Einsatzstelle. Das reicht eigentlich schon. Dann weiß jeder, okay, das ist wohl jemand, der nicht die Qualifikation hat, was ja auch nicht schlimm ist. Und das ist ein großes Kompliment an dich, wenn du das erkennst und das meldest. Besser, als wenn du versuchst, die Show irgendwie hinzubiegen. Das ist also kein Zeichen von Schwäche, wollte ich damit sagen, sondern es ist ein Zeichen von, du weißt, wie es geht. Melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. So, ne? Okay. Also,
Nur, dass du ungefähr weißt, das Schema, eigentlich ist das auch logisch. Ne? Wenn man jemand erzählen will, einen Tag später, was du für einen Einsatz hattest, willst du genau das erzählen. Ja, wir, ne, also vom Rufname, sind zu dem Einsatz gefahren, da hier in die Straße, kennst du, ne? Und da hat das gebrannt, ne? Die Lage. Und ja, da sind wir dann immer mit zwei Trupps da waren, hier zack, zack, raus, die Menschen auf die Schulter, raus aus dem Gebäude, ne? Also durchgeführte Maßnahmen, ne? Einheiten im Einsatz auch noch gleich, ja, wir waren da ja 15 Mann im Innenangriff, ne? Und Nachforderungen brauchen wir natürlich gar nicht, ne? Wir haben das alleine gemacht, ne? Also, im Grunde genommen erzählt ihr es auch genauso, das ist halt nur ein Leitfaden, wie ihr es richtig macht, aber jetzt versteht ihr, was dieses Melden bedeutet, okay? Super. Bis dann. Cool. Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Hey.